Hallo Uwe, schön dich zu sehen. Wir wollen heute über die Ständekämpfe sprechen. Grüße dich. Und da stelle ich gleich die Frage, die Ständekämpfe, wie gehören die denn in die römische Geschichte? Welchen Ort haben die in der Geschichte der Römischen Republik? Der Ausdruck Ständekämpfe ist ja ein moderner Ausdruck, der von der modernen Forschung geprägt wurde. Und der darauf zurückgeht, dass in der antiken Geschichtsschreibung, also insbesondere bei Livius und Dionysios von Halikarnassos, ein zentraler Konflikt in den Mittelpunkt gerückt wird, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Patriziern und Plebejern. Und die werden in der Auffassung der frühen römischen Kaiserzeit, in der diese beiden Autoren gehören, als Stände, als Ordines auf. Die moderne Forschung versteht eigentlich unter dem Begriff heute aber etwas anderes oder genauer gesagt etwas Weiteres, nämlich eigentlich die Formierungsphase der Respublica Romana zwischen dem Ende der Königszeit um 500 und dem richtigen Boost, dem richtigen Start der Expansion, der römischen Expansion um 300. Also ein Begriff, der eigentlich eine Fülle von Phänomenen und Prozessen sozusagen in sich einschließt. Dazu gehören soziale Konflikte, soziale Auseinandersetzungen zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen, zwischen Reichen und Armen, um es mal ganz platt zu formulieren. Dazu gehört aber auch die Neuformierung der politischen Führungsschicht, auf die wir ja sicherlich noch kommen werden. Also es ist heute, wie gesagt, ein Sammelbegriff für ein ganzes Cluster von Prozessen, die aber irgendwie zusammengehören und die einander auch sehr stark beeinflusst und beschleunigt haben. Gehen wir mal von dem Begriff der Ordines gerade aus. Du hast es ja angesprochen, eigentlich, also ursprünglich, in der ursprünglichen Bedeutung für die römischen Chronisten ist es die Auseinandersetzung zwischen Patriziern und Plebejern. Klären wir vielleicht ganz kurz eben, was sind Patrizier und was sind Plebejer? Was wissen wir überhaupt über die? Und vielleicht auch die Frage, woher wissen wir eigentlich was über die? Ja, vielleicht sollte man, weil das ein bisschen einfacher ist, mit den Patriziern anfangen. Also wir haben in der römischen Frühgeschichte bereits in der Königszeit natürlich eine Gruppe von reichen und mächtigen Persönlichkeiten, die angesichts der von den Römern selbst ja auch immer wieder beschworenen Offenheit der römischen Gesellschaft, des römischen Staatsverbandes auch gelegentlich von außerhalb kamen und dann in Rom sozusagen Fuß gefasst haben. Und das heißt also, eine Gruppe von Leuten oder eine Schicht von Leuten, die zunächst einmal gar nicht so fest definiert war, da sie von ihrer Herkunft, von ihren Ressourcen her auch sehr unterschiedlich waren. Und dann setzt aber zu einem Zeitpunkt, den wir gar nicht so genau bestimmen können, ein Prozess ein, den wir besser auch aus dem frühen Griechenland kennen. Dass nämlich diese Leute versuchen, sich irgendwie formal zu definieren als eine festgeformte, festbestimmte Gruppe, auszuzeichnen und sich abzuschließen gegenüber anderen, also beispielsweise gegenüber Aufsteigern, gegenüber Newcomern. Und dieser Prozess einer Aristokratisierung, also des Versuchs einer Definition von Adel, der führt
bei den Patriziern eben dazu, dass es dann bestimmte Merkmale gibt, bestimmte Eigenschaften gibt, bestimmte Qualitäten gibt, die nur diesen Leuten zugesprochen werden. Und das sind so klassische Adelsqualitäten, also hohe Abstammung beispielsweise. Ja? Dazu gehören dann aber auch so Rangabzeichen beispielsweise, die diese Leute sich dann geben. Also spezielle Schuhe, ein Purpurstreifen an der Kleidung, ein goldener Ring und ähnliche Dinge. Oder eine bestimmte Art des öffentlichen und des militärischen Auftretens, also Kampf zu Pferde, Kavallerie. Ja? Und was in Rom ganz besonders wichtig war, wichtiger als im frühen Griechenland, ein Monopolanspruch auf bestimmte zentrale religiöse Funktionen. Also dass Priesterämter und andere wichtige religiöse Funktionen nur von Patriziern wahrgenommen. Also diese Leute sind eigentlich die Gruppe, die man am ehesten identifizieren kann, weil sie sich selbst eben sehr klar definieren. Und die Und es gibt Plebejer? die Plebejer hingegen, die sind ausgesprochen hetero. Also dazu gehören vor allen Dingen Leute, die nicht in irgendwelchen Klientelen oder sonstigen Abhängigkeiten gegenüber den Patriziern stehen, sondern Leute, die sozusagen freie Agenten sind. Das sind Bauern, das sind aber auch Leute, die aufgrund spezieller Qualifikationen bereits in der Königszeit nach Rom gekommen sind, also sozusagen Zuwanderer, Handwerker oder andere Spezialisten, und die also zunächst wahrscheinlich vor allen Dingen durch den König einen Schutz und einen gesellschaftlichen Rang gewonnen haben und die, nachdem der König dann weg war, sozusagen nun auf einmal ohne diesen Schutz dastanden und sich in ihrem Status irgendwie prekär fühlen konnten. Und das Problem, dass diese Leute, insbesondere natürlich die bäuerlichen Plebejer, in erster Linie namhaft machen konnten, das ist ein Problem, das wir auch aus dem frühen Griechenland kennen, nämlich ökonomische Knappheit, Verschuldung und damit sogar eine Form von Schuldsklaverei. Die Römer nannten das Nexum. Das war also eine extreme Form von Selbstauslieferung an die Reichen und Mächtigen. Galt es jetzt für alle Plebejer, dass die Umstände so bedrückend waren, oder gab es unter denen auch Leute, die, sagen wir mal, ökonomisch mit den Patriziern durchaus mithalten konnten und vielleicht auch gerade deswegen Ansprüche angemeldet haben? Ja. Zur Heterogenität der Plebejer gehört natürlich, dass in ihren Reihen Leute sämtlicher Wohlstandsstufen sozusagen zu finden waren. Also die mobilisierbaren Armen, Bedrückten, auch durch Militärdienst und andere Pflichten Bedrückten, aber auch Leute, die eben wirtschaftlich sehr stark waren, die Grundbesitzer waren, die auf andere Weise zu bedeutenden Vermögen gelangt waren, die dadurch eigentlich einen Anspruch gehabt hätten, zur Aristokratie, also zur gesellschaftlichen und politischen Führungsschicht zu gehören, die da aber sozusagen an die eiserne Wand des Patrizierstaates stießen und da eben nicht hineinkamen, weil sich die Patrizier eben wie so ein Closed Shop im Grunde organisiert. Also es ist ein Unzufriedenheitspotenzial auf beiden Seiten da. Wie artikuliert sich denn jetzt diese Unzufriedenheit? Was tun die Plebejer, um ihre Situation zu verbessern und ihren Forderungen gegenüber dem Patriziat Ausdruck zu geben? Ja,
Hier ist Rom einen bemerkenswerten und, wie sich am Ende herausstellen sollte, ausgesprochen erfolgreichen Sonderweg. Denn eine solche Konstellation kennen wir ja wiederum auch aus der griechischen, der archaischen Zeit, und die mündete dort regelmäßig in eine sogenannte Stasis, also in eine massive Spaltung, Polarisierung der Bürgerschaft, entweder zwischen Reichen und Armen oder auch sozusagen zwischen denjenigen, die also um die Führungsstellung in der Polis rangen, also innerhalb der Aristokratie. Das führte in Griechenland häufig zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen, zu Vertreibungen und wirklich zu ganz einschneidenden. Ansätze dazu gab es in Rom auch. Die Überlieferung berichtet davon, dass im frühen 5. Jahrhundert die Plebejer sozusagen ihren eigenen Verein aufgemacht haben. Dass sie also aus dem Gesamtverband der Respublika ausgeschieden sind in einer sogenannten Secessio plebis, also in einer Sezession, wie das Fremdwort lautet. Und dass sie also ihre eigene Gemeinde aufgemacht haben mit eigenen Vertretern, das waren die Volkstribune, später dann auch die sogenannten plebejischen Ädile, dass sie eigene religiöse Kulte betrieben haben und dass sie also ganz generell sich verweigert haben, den Anforderungen, die die patrizischen Magistrate an sie gestellt haben, insbesondere dem Militär. Und das war natürlich angesichts der permanenten Herausforderungen, denen sich die frühe Respublika von ihren Nachbarn, den Latinern, den Etruskern und vielen anderen ausgesetzt war, für die Patrizier eine ausgesprochen kritische Situation. Und sie mussten sich damit auseinandersetzen. Und damit ist im Grunde das Narrativ für die Ständekämpfe eigentlich schon gegeben. Wir haben es nämlich nicht mit einem großen Kladderadatsch zu tun, mit einer großen Explosion des Konfliktes, sondern die Römer haben es geschafft, sozusagen das Ganze zu einer Kette von Mikrokonflikten umzumodeln, in der Weise, dass immer wieder Volkstribune Vorstöße unternommen haben, um eben die Lage ihrer Schützlinge sozusagen zu verbessern, dass immer wieder Angehörige der plebejischen Führungsschicht versucht haben, in die Ämter reinzukommen, in die militärischen Führungspositionen reinzukommen. Die Patrizier haben dem häufig Widerstand entgegengesetzt, haben dann aber auch wieder nachgeben müssen in bestimmten Konstellationen, wenn es eben mal wieder außenpolitisch ausgesprochen krisenhaft war. Und so haben die Römer, das wäre meine These, in diesen 150 oder knapp 200 Jahren gelernt, politische Konflikte auszuhalten und fruchtbar zu machen für eine Weiterentwicklung des Gemeinwesens. Und das war in Rom insbesondere eine Verdichtung von Staaten. Du hast ja gerade eben, du hast die Volkstribunen angesprochen. Es wären ja noch andere Institutionen zu nennen, die sich die Plebejer selber, man könnte sagen, eigenmächtig gegeben haben. Die Plebiszite, dass sie also die Versammlung der Plebejer, dass die sich selbst ermächtigt hat, Gesetze zu geben. Das ist ja eigentlich ein erstaunlicher Vorgang. Das sind zunächst mal, sind das ja eigentlich illegitime Methoden, zu denen die Plebejer da greifen, die werden dann aber sukzessive legitimiert, dadurch, dass die Patrizier dann auch stückweise so, man könnte sagen, nach Salamitaktik auch einlenken. Ist das auch Teil dieser Fähigkeit der Römer zu deeskalieren oder im Grunde der beiden Seiten deeskalierend dort aufzutreten in diesem Konflikt, kann man sozusagen das Legitimwerden
der Institutionen, die sich die Plebejer ja selbst gegeben haben, kann man das auch als sozusagen ein politisches Reifezeugnis dieser frühen Republik auffassen. Ja, selbstverständlich. Natürlich ausgestellt unter permanentem äußerem Druck. Wir wissen ja, dass insbesondere das 5. Jahrhundert, praktisch das gesamte 5. Jahrhundert, für Rom eine ausgesprochen schwierige Zeit war, wo es immer wieder Rückschläge gab, wo also generell, wenn man jetzt mal den Gesamtprozess der Expansion als gegeben voraussetzt, nicht sehr viel vorangegangen. War aber, glaube ich, noch etwas anderes. Also in der Tat, die Plebejer haben sich unter der Führung ihrer Volkstribune und Ädile sozusagen Versammlungen gegeben. Die haben dann auch verbindliche Beschlüsse gefasst, die sogenannten Plebiszite. Das würde ich verstehen als den Reflex eines Grundkonfliktes, der insbesondere im 5., aber auch noch im 4. Jahrhundert in Rom eine wichtige Rolle spielt. Die Patrizier hatten grundsätzlich die Vorstellung, dass die Respublika als staatlicher Verband relativ schwach bleiben konnte, weil sämtliche oder die wichtigsten Entscheidungskompetenzen und Machtbefugnisse in den Händen der einzelnen Gentes, der einzelnen Familien, der einzelnen Oberhäupter liegen sollen. Das oberste Amt war in dieser Zeit ja auch noch relativ undefiniert, da hat man relativ viel herumexperimentiert und man hat mal ein bisschen plakativ gesprochen von patrizischer Seite eher die Vorstellung vertreten, Staat, das brauchen wir nicht. Sogar der Krieg wurde gelegentlich in markanten Fällen sozusagen privatisiert, dass also einzelne größere Verbände, einzelne Gentes, bekannt hier die Fabier, sozusagen aus ihrem Gentilaufgebot heraus eine Art militärische Ermächtigung durch die Respublika gezogen haben. Aber dieses dezentrale Modell eines relativ schwachen Staates, das funktionierte eben nicht. Das funktionierte militärisch nicht mehr und das war auch nicht in der Lage, die inneren Ordnungsaufgaben zu lösen, sodass sich dann also letztlich das plebejische Modell durchgesetzt hat, dass also die Staatlichkeit doch stärker mit Institutionen dass man klare Vorstellungen für das obere Amt haben muss, dass die Institutionen einfach auch verbindliche Satzungen festlegen müssen, um also eine gewisse Befriedung zu erzielen. Ganz markante erste Etappe in dieser Hinsicht ist das Zwölftafelgesetz aus der Mitte des 5. Jahrhunderts. Da wollte ich Aber genau jetzt drauf anspielen, das Zwölftafelgesetz. Das ist ja nun im Grunde genommen eine wichtige, wie du sagst, eine wichtige Etappe auf dem Weg hin zur Institutionalisierung der Respublika. Insofern würde man sagen, es ist eigentlich auch ein Etappensieg der Plebejer ja damit. Aber wenn man dann das Zwölftafelgesetz sozusagen mal aufschlägt und reinguckt, dann reibt man sich doch die Augen und stellt dann wiederum fest, da werden doch im Grunde genommen Standesprivilegien der Patrizier festgezurrt. Ja, also zum Beispiel das Konubium wird untersagt und im Grunde genommen stehen da viele Sachen drin, die den Plebejern doch eigentlich nicht schmecken können. Und naja, man reibt sich zunächst die Augen, weil im ganzen Zwölftafelgesetz, von dem wir allerdings ja nur Reste haben, ja, also in dem nur einzelne Bestimmungen wörtlich überliefert sind, vieles wird paraphrasiert, gibt sehr viele Materien. In diesem ganzen Konvolut, soweit wir es überliefert haben, ist von Patriziern und Plebejern überhaupt nichts. Die kommen da überhaupt nicht vor. Ja?
Es ist eben von der Schuldknechtschaft die Rede, von dem Nexum, das in der Tat offenbar ein großes Problem war. Die gesellschaftlichen Differenzierungen laufen ganz anders. Es gibt Assidui, Grundbesitzer und Leute, die eben keinen Grundbesitz haben. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese sozusagen Definition des ganzen Konfliktes als Konflikt zwischen Patriziern und Plebejern ohnehin problematisch ist. Ja, und die beiden sind eigentlich eher als Chiffren zu benutzen für einen Ordnungskonflikt und für einen sozialen Konflikt, der, wie gesagt, vielschichtiger war und der dann aber von der römischen Überlieferung im Rückblick, weil man über viele Dinge auch gar keine klare Kenntnis hatte, dann sozusagen zugespitzt worden ist, natürlich auch mit Blick auf bestimmte Polarisierungen, wie sie in der späten Republik gängig waren und wo eben zwischen dem Adel und dem Volk dann sozusagen polarisiert wurde oder man die Situation polarisiert sah. Aber das Zwölftafelgesetz ist natürlich insofern ein ganz wichtiger Schritt gewesen, als da also alltägliche Probleme und Konflikte in der bäuerlichen Gesellschaft zwischen Nachbarn, aber eben auch zwischen Reicheren und weniger Reichen erstmals wirklich geregelt wurden und vor allen Dingen Verfahrensweisen, fixe Verfahrensweisen etabliert wurden. Dass also bestimmte Dinge nur vor Gericht sozusagen entschieden werden können, dass es Fristen gibt, beispielsweise bei der Exekution gegenüber einem Schuldner und manches andere. Ja? Also das ist trotzdem für diesen Institutionalisierungsprozess von ganz erheblicher Bedeutung gewesen. Übrigens ist ja auch die These vertreten worden, dass es sogar eher im Interesse der Reicheren und Mächtigeren gewesen ist. Manche Bestimmungen deuten auch auf Regelungsbedarfe innerhalb der Führungsschicht, was beispielsweise Luxus und solche Dinge angeht. Das sind aber alles Dinge, die wir in ihrer Struktur aus dem archaischen Griechenland sehr gut kennen, wo wir den Vorteil haben, dass wir von dort eine sehr viel authentischere zeitgenössische Überlieferung haben als in Rom, wo eben doch sehr stark das Ganze im Nachhinein sozusagen in der literarischen Überlieferung zurechtgebracht. Aber die einzelnen Elemente des Konfliktes, die sind geläufig und die sind deswegen auch plausibel. Ich würde auf die Überlieferung gleich gerne noch zurückkommen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt dabei. Wir tappen ja in vielen Bereichen wirklich vollständig im Dunkeln, so wie die Römer selbst in späteren Jahrhunderten eben auch. Aber vielleicht zunächst mal der Punkt, am Ende der Institutionalisierung steht ja eine neue Führungsschicht. Der Patriziat ist als politische Elite wird er irrelevant, die Grenzen werden neu gezogen. Allerdings, die neue Elite, die aus den Ständekämpfen dann als Führungsschicht hervorgeht, die schafft es ja dann auch wieder, sich relativ solide gegenüber dem Rest der Gesellschaft abzuschließen. Wie effektiv ist das? Und wie geht das im Einzelnen vor sich, dass sich jetzt eine neue Führungsschicht herauskristallisiert, die im Grunde zwar proklamiert ein Amtsadel ist, wo aber auch starke geburtsadlige Aspekte eine Rolle spielen, so würde ich das mal formulieren. Ja, also du spielst natürlich auf die sogenannte Nobilität an. Für deren Entstehung sind formal die licinisch-sächsischen Gesetze von 367 die Voraussetzung, wo also zum ersten Mal das Oberamt wirklich genau fixiert wird, also festgelegt wird. Es gibt drei Oberbeamte insgesamt, zwei Konsuln, einen Prätor und einer der beiden Konsuln kann Plebejer sein, kann also nicht Patrizier sein. Und auf diese Weise wachsen dann also militärisch tüchtige und charismatische Nicht-Patrizier
in die Führungsschicht hinein. Ein Vorgang oder eine Konstellation, die es übrigens in der ganz frühen Republik unmittelbar nach dem Sturz der Könige auch schon mal gegeben hatte, bevor sich also das Patriziat in der erläuterten Weise abgeschottet hat. Ja, also diese neue Führungsschicht, diese neue Nobilität ist in der Tat eine römische Besonderheit. Das hat in der Form in Griechenland kein Pendant. Und ich würde die These wagen, ich lehne mich damit ein bisschen aus dem Fenster, dass sie in erheblichem Maße genau das Produkt dieser politischen Konstellation des 5. und frühen 4. Jahrhunderts gewesen ist mit diesem permanenten Mikrokonflikt. Weil das nämlich die Einübung in die, also weil das für die Eliten die Einübung war in eine permanente Politisierung. Wir haben also in Rom keinen Adel, der sich im Wesentlichen durch Statusdemonstration, Luxuskonsum, sportliche Betätigungen oder ähnliches oder auch einfach körperliche Schönheit definiert, sondern diese Leute haben sozusagen auf beiden Seiten der Barrikade gelernt, dass man permanent tätig sein muss, um die eigenen Positionen und die eigenen Interessen zu vertreten. Und tätig sein heißt militärisch erfolgreich sein und politisch, innenpolitisch auch als Redner aktiv sein. Es war also, kann man sagen, eine Art Fundamentalpolitisierung der Elite, die hier stattgefunden und die ihren sozusagen formalen Ausgang eben in diesen licinisch-sächsischen Gesetzen von 367 und in den Voraussetzungen für die Entstehung der Nobilität gefunden hat. Und das setzt sich dann fort. Ja? Also dann wird zunehmend ausschließlich noch der militärische Erfolg an der Spitze eines Heeres der Respublika zum Kriterium auch für den politischen Erfolg im Sinne von Ämtern und Ehrungen. Und die Römer entwickeln dann ja auch sehr bald ein großes Instrumentarium, um also besonders erfolgreiche Amtsträger auszuzeichnen, allen voran natürlich der Triumph. Ja. Und ja, bitte. Wenn ich vielleicht gerade eben da einhaken darf, das klingt ja jetzt alles nach einer sehr leistungsorientierten Elite. Im Grunde genommen, so wie du das jetzt schilderst, klingt das so, als wenn die römische Elite sich allein nach meritokratischen Kriterien formiert. Theoretisch müsste man ja jetzt denken, dass der Sohn des Zimmermanns dann, wenn er sich militärisch bewährt, die gleichen Chancen hat auf hohe politische Ämter wie der Sohn eines Senators. Nun wissen wir aber aus der römischen Geschichte, dass das nicht so ist. Was sind da für Mechanismen im Hintergrund wirksam? Naja, also selbstverständlich ist das nicht so. Und es ist auch nicht so, dass die Patrizier nun von einem Tag auf den anderen aus den hohen Ämtern verdrängt worden wären. Wir haben das ganze 4. Jahrhundert hindurch immer wieder sozusagen rein patrizische Konsulatskollegien. Das erste Doppelkonsulat von zwei Plebejern gibt es, glaube ich, erst im 2. Jahrhundert, 70 oder 60. Das bleibt also lange Zeit bestehen, weil die Patrizier es natürlich auch erfolgreich geschafft haben, die patrizischen Familien sich selbst als die kompetenten und vor allen Dingen auch von den Göttern ausgezeichneten Anführer der Respublika zu geben. Deswegen ist für die Verbreiterung der Nobilität auch ganz wichtig der durchaus zähe und wiederum umkämpfte Eintritt von Nicht-Patriziern in die Priesterämter. Das ist ein Prozess, der 300 vor Christus vorläufig zu einem gewissen Abschluss kommt, wo also in die wichtigsten Priesterämter dann auch Nicht-Patrizier eintreten können und es also das patrizische Privileg nur für einige wenige Kollegien nach wie vor gibt. Naja, ich glaube, dass dieser fortdauernde Trend zu einer Elitenbildung,
zu einer Oligarchisierung, wenn man so will, durchaus damit zusammenhängt, was ich eben gesagt habe. Also diese Fundamentalpolitisierung der Elite bedeutet natürlich auch, dass die Bürgerschaft und vor allen Dingen auf diejenigen Leute schaut, auf diejenigen Personen schaut, die das eben gelernt haben, militärische Führung auszuüben, auf dem Forum zu reden, Autorität auszustrahlen, einfach als Persönlichkeit. Das ist ja nicht etwas, was man irgendwie auf der Schule lernt oder was vom Himmel fällt, sondern das ist das Ergebnis eines ganz tiefen Sozialisationsprozesses, der in der frühesten Kindheit bereits beginnt. Und da spielt natürlich die Erziehung durch die Väter oder überhaupt durch die männlichen Angehörigen des Hauses eine ganz zentrale Rolle. Dass diese Leute bereits in jungen Jahren mit großem Selbstbewusstsein auftreten und sagen, wir sind diejenigen, die hier die Führung innehaben. Wir sind aber auch diejenigen, die bereit sind, ihre Haut zum Markte zu tragen und erhebliche Risiken ein. Also insofern bleibt es natürlich bei einer ausgesprochen elitenzentrierten Politik. Aber diese Elite ist jetzt eben offener. Ja, wir haben natürlich weiterhin alte Familien, die sehr häufig ins Konsulat kommen. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass die sehr viele Kinder haben. Also in der Elite werden wesentlich mehr Kinder, insbesondere Söhne, aufgezogen als bei den kleinen Leuten, die da viel stärker auf ökonomische Restriktionen achten müssen. Und das heißt also, dass diese Angehörigen der Führungsschicht von frühester Kindheit hinein zu diesen Aufgaben hin gedrängt werden und dass sie sich auch sehr stark dahin orientieren, dass sie also beispielsweise die Option einer Lebensstil-Luxus-demonstrationsbezogenen Muße-zentrierten Aristokratie, dass sie die beiseite schieben. Jedenfalls sehen wir davon nichts. Sondern die baggern. Die baggern jeden Tag wie die Blöden, um also da irgendwie an die Spitze zu kommen. Und das führt natürlich häufig auch zu Konflikten. Also wir sehen heute deutlicher als früher, dass der Ehrgeiz, das selber machen wollen, hier sehr häufig auch zu militärischen Eskapaden geführt hat, zu politischen Eskalationen, etwa der Ausbruch des Ersten Punischen Krieges, da ist das ganz deutlich erkennbar. Und dass der Senat sozusagen als Gremium kollektiver Vernunft und kollektiver Entscheidung erst allmählich in diese Position hineinwächst. Ich würde sogar die These wagen, das geschieht eigentlich erst während des Hannibal. Die Mechanismen der Elitenrekrutierung, die du eben sozusagen geschildert hast, das ist ja, sind ja alles Dinge, die vielleicht uns in modernen Gesellschaften gar nicht so schrecklich fremd sind. Wenn man aus der Oberschicht kommt, dann hat man einen bestimmten Habitus. Man gibt auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Anweisungen und Befehle. Man hat aber auch ein gewisses Ethos der Verantwortlichkeit, also das kennt man ja etwa von Absolventen britischer Eliteschulen auch. Also das ist vielleicht etwas, was uns gar nicht mal so fremd ist. Du hast aber ja selbst in deinem Œuvre zu der Epoche den Begriff des Ahnenkapitals eingeführt und der ist ja nun doch ein Element, das, glaube ich, noch eine interessante Facette dazu bringt, dass nämlich sozusagen diese Heran Züchtung einer Elite durch Ausbildung, durch Erfahrungen, die junge Leute in Elitenhaushalten machen, dass das Ganze ergänzt wird durch eine bestimmte Memorialkultur, könnte man sagen, in deren Mittelpunkt eben die Familie steht. Und diese Leute, diese Aristokraten, sind ja eben nicht nur Einzelne, sondern sie sind auch alle eingelassen in ihre Familientradition. Könntest du vielleicht den Begriff des Ahnenkapitals jetzt in dem Zusammenhang noch etwas erläutern? Was bedeutet das für den einzelnen Aristokraten, wenn er viel Ahnenkapital in die Waagschale werfen kann?
Also zunächst mal muss man ja sagen, generell sind Adelsgesellschaften, sind Aristokratien per Definition historische Gesellschaften. Die sind nämlich die einzigen, die sich einerseits sehr stark berufen auf einen Stammbaum, auf eine vornehme Abstammung und die andererseits auch einen erheblichen Erwartungsdruck auf ihren Nachwuchs, auf ihre Sprösslinge ausüben, die große Tradition fortzusetzen. Das ist bei den Römern auch so gewesen, auch bereits beim patrizischen Adel und das wird jetzt bei der Nobilität noch einmal dadurch verstärkt und zugespitzt, dass nun nur noch bestimmte Leute und bestimmte Habitusformen in der Öffentlichkeit überhaupt zählen für das individuelle Prestige. Und das sind eben militärische Leistungen, die erbracht worden sind, Siege, die errungen wurden, Beute, die eingefahren wurde, Triumphe, die gefeiert wurden. Und deswegen rekurrieren die Sprösslinge der adligen Familien, der Nobilitätsfamilien eben insbesondere auf die Leistungen ihrer Ahnen in diesem Bereich. Und da haben die Römer dann entsprechende von dem Griechen Polybios außerordentlich bewunderte Praktiken eingeführt, die wir in der Form auch aus keiner anderen Adelsgesellschaft kennen, nämlich zum Beispiel die Praxis, die erfolgreichen Vorfahren durch Bildnisse zu memorieren, die im Haus ausgestellt und die dann aber eben auch beim Begräbnis mitgeführt werden, sodass man dann also bei einer erfolgreichen Familie, bei einem Fabia, einem Claudia oder so, dann Dutzende von berühmten Ahnen, Konsuln, Diktatoren, Triumphatoren sozusagen in Form ihrer Bildnisse gehen dann in dem Leichenbegängnis mit und präsentieren. Das ist eine Familie, wo ihr römischen Bürger auch den aktuellen und auch den künftigen Vertretern Vertrauen entgegenbringen, weil sich die Vorfahren so herausragend bewährt haben, große Opfer gebracht haben, könnt ihr auch den aktuellen Vertretern Vertrauen entgegenbringen. Und das ist nun in der Tat für diese Rekrutierung und für diese Oligarchisierung von ganz großer Bedeutung, denn die Römer haben ja konsequent die Rangzuweisung und die Prestigezuweisung in die Wahlen gelegt. Das heißt also, jedes Jahr wurden die Amtsträger gewählt, wurden die Feldherren und die anderen Funktionäre gewählt. Das hat die Aristokratie also völlig aus der Hand gegeben und auf den Populus übertragen. Aber sie hat damit natürlich auch zugleich den Leuten, die häufig nur für diese Wahlen einmal im Jahr überhaupt nach Rom kamen, auch eine sehr schwere Entscheidung übertragen. Nach welchen Kriterien sollte man jetzt entscheiden? Ja? Da war natürlich dann die Tatsache, dass jemand eben bereits einen erfolgreichen Konsul als Vater und zwei weitere als Onkel gehabt hatte, war natürlich ein wichtiges Kriterium. Aha, den kennen wir im Grunde, auch wenn sie ihn gar nicht kannten persönlich, aber sie kannten sein Format in gewisser Weise und haben deswegen dann eben diesen Vertrauensvorschuss auch auf die Jüngeren übertragen und auf diese Weise dafür gesorgt, dass es zwar immer wieder mal Aufsteiger gab, die also auch ohne vornehme Vorfahren bis ins höchste Amt kamen, dass dies aber insgesamt selten war. Gleichzeitig hat aber die römische Aristokratie immer darauf geachtet, dass sie nicht sozusagen erstarrt, sondern dass sie immer wieder sich auch, früher hätte man gesagt, Blut auffrischen. Ich glaube, das ist politisch ganz korrekt. Also, dass sie sich sozusagen neues Blut holt in der Form, dass also immer wieder Leute, die etwa aus den italischen Städten nach Rom gekommen sind, um dort eine politische Karriere zu machen, dass die protegiert worden sind, dass mit reichen Rittern Heiratsverbindungen eingegangen wurden, sodass man also auch immer wieder so eine gewisse Durchmischung
hatte, wenn auch, wie gesagt, die wirklich führenden Positionen dann auch im Senat in der Regel von relativ wenigen Familien okkupiert wurden. Und wir haben dann im weiteren Verlauf der Republik auch so Konjunkturen, wo es also mal offener ist und wo es eben auch mal sehr, sehr stark wiederum closed stand. Ja, gerade in der späten Republik, so wenn wir das letzte Jahrhundert der Republik Revue passieren lassen, dann sind es ja eigentlich zwei große Neuankömmlinge in der Führungsschicht, Marius und Cicero. Interessanterweise, beide stammen sie aus der kleinen Landstadt Arpinum in Latium, was ja vielleicht bezeichnend ist. Man hat aber gerade Andererseits in haben der wir aber die späten Republik. Situation, dass ausgerechnet in den entscheidenden Jahren 51, 50 und 49 jeweils ein Claudius Marcellus Konsul Ja, ist. ja. Also wir haben durchaus gegenläufige und miteinander irgendwie auch im Widerstreit liegende Prinzipien, die da immer wieder sich durchsetzen. Ja, ne? Also man kann das nicht so einfach auf Begriffe bringen. Nun, derjenige, der versucht hat, die Römische Republik von ihrer Konstitutionalität her auf Begriffe zu bringen, das war natürlich der große Polybios, der auch gleichzeitig unsere wichtigste Quelle für diese Zusammenhänge ist. Polybios hat ja, und damit können wir vielleicht schließen, Polybios hat ja die Stärke der Römischen Republik darin gesehen, dass es sich um eine Mischverfassung gehandelt hat. Und das ist sicherlich ein typisch griechischer Ansatz dort, dass man einfach auf die Verfassungstypen, die in der politischen Philosophie der Griechen fest etabliert waren, anguckt. Polybios hat ja auch im Grunde das völlig richtige Verständnis davon, nämlich implizit anerkennt er sie ja als Idealtypen, diese drei Ordnungen, und so dass also der Realtypus, den er da in Rom beobachtet, selbstverständlich ein Mischungsverhältnis der drei Idealtypen ist. Und er kommt zu dem Ergebnis, das für uns ja nun aber wiederum erstaunlich ist, dass die drei Formen Monarchie, Aristokratie und Demokratie in Rom zu gleichen Teilen gemischt seien. Und da kommt doch nun zumindest der Mainstream der modernen Althistorie zu einem sehr anderen Befund. Man würde vielleicht gewisse demokratische Elemente schon in der politischen Praxis in Rom sehen, aber Rom jetzt zu einem Drittel als eine Demokratie zu bezeichnen, das erscheint doch ein bisschen weit hergeholt vielleicht. Können wir das vielleicht, dieses Polybios-Bild, erstens ein bisschen erklären? Wie kommt Polybios zu der Annahme der Mischverfassung? Und zweitens, was bleibt eigentlich von der Demokratie in Rom? Was für demokratische Elemente gibt es und was für eine Rolle kommt eigentlich abschließend dem Volk in dieser Republik zu? Ja, da kommen letztlich die Ständekämpfe wieder ins Spiel. Also die Forschung, insbesondere die deutschsprachige Forschung, hat ja diese Vorstellung, dass es eben sehr starke demokratische Elemente in der republikanischen Ordnung gegeben habe oder dass sogar diese Ordnung formal als Demokratie angesprochen werden müsse, hat das ja brüsk zurückgewiesen. Aber sie hat doch anerkennen müssen, dass die politische und gesellschaftliche Dominanz der Elite, also der Nobilität seit 367, doch eine besondere war, indem eben zum einen diese Leute immer wieder Rücksicht nehmen mussten auf bestimmte Anforderungen und bestimmte Vorstellungen, die eben der Populus in seiner Breite an sie herangetragen hat. Die also beispielsweise ein demonstrativ arrogantes Verhalten gegenüber den kleinen Leuten durchaus sanktioniert haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die grundsätzliche Öffentlichkeit. Also natürlich hat es innerhalb der Aristokratie Absprachen gegeben und eine Hinterzimmerpolitik, aber die großen Fragen und die großen Entscheidungen, die sind doch in aller Regel zumindest vor einer aristokratischen Öffentlichkeit, also innerhalb des Senates, aber dann eben doch auch vor einer breiteren Öffentlichkeit zumindest vorgestellt worden. Und dann also den Volksversammlung auch zur Zustimmung vorgelegt worden. Etwas anders, und da kommen wir vielleicht zum Schluss wieder auf die Ständekämpfe.
Es gab auch in der späteren Republik über das Amt des Volkstribunals und über eine entsprechende Rhetorik, die wir als die populare Rhetorik dann bezeichnen, immer wieder die Möglichkeit, grundsätzlich an der Herrschaft der Elite, an der Herrschaft der Nobilität Kritik zu üben und diese Herrschaft für grundsätzlich illegitim zu erklären. Und Volkstribunen, wir wissen das aus Redefragmenten oder auch aus der Darstellung bei Sallust, Volkstribune und andere populare Politiker haben sich immer wieder auf die Ständekämpfe rückbezogen. Gab es dann immer wieder die Möglichkeit, auch Argumente zu mobilisieren, wie diese Leute teilen sich die ganze Beute und den ganzen Reichtum, den ihr einfache Bürger, aber doch als Soldaten mit euren Knochen sozusagen herangeschafft habt. Das ist ungerecht. Das ist fundamentale Ungerechtigkeit. Ja? Oder diese Leute, die machen die gesamte Politik unter sich aus und nehmen überhaupt keine Rücksicht. Also es gab immer wieder diese Mobilisierungsmöglichkeit einer geradezu antiaristokratischen Politik, die von Volkstribunen vertreten worden ist, die aber auch von so jemandem wie Marius beispielsweise ganz massiv vertreten worden ist. Also einem Aufsteiger über militärische Tüchtigkeit, der aber niemals sich zur Nobilität zugehörig fühlte und der von dieser auch niemals als solcher anerkannt. Also es gab immer so ein, früher hätte man gesagt, revolutionäres Potenzial oder eine Art, vielleicht noch weiter zugespitzt, eine Art Reserveverfassung. Also auch die Möglichkeit, dass sich ein tatkräftiger Politiker mit dem Populus zusammentut und sozusagen den Senat und die Nobilität marginalisiert. Ja? Auch diese Option ist meines Erachtens eine Folgeerscheinung, eine Art Relikt aus den Ständekämpfen, das eben bezeichnenderweise niemals abgeräumt worden ist, sondern diese Potentialität, diese Möglichkeit einer anderen Republik, wenn man so will, die ist also in der Erinnerung bewahrt worden und die ist dann in der späten Republik in wechselnden Konstellationen auch immer wieder mal aufgerufen. Das ist meines Erachtens das entscheidende Erbe dieser sogenannten Ständekämpfe, dass eben in der Formierungsphase der Respublica Romana unterschiedliche Politikmodelle durchprobiert wurden. Es hat sich dann eines durchgesetzt, nämlich das Nobilitäre. Aber ein anderes ist gleichsam in Reserve zurückgeblieben und konnte dann eben wieder in wechselnden Konstellationen mobilisiert werden. Also wenn wir das in diesem Modell durchdenken, dann hätte Polybios eigentlich gar nicht mal auf einer tieferen Ebene gar nicht mal so Unrecht gehabt mit seiner Analyse. Ja, und Vielleicht kann auch. man ihm aber attestieren, dass er so etwas wie einen blinden Fleck hat. Denn ein Punkt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der taucht ja bei ihm überhaupt nicht auf. Das ist das, was wir die Nahverhältnisse nennen, also die römische Gesellschaft sozusagen subkonstitutionell durchziehende Strukturen der Abhängigkeit und der Loyalität zwischen Gleichrangigen und zwischen verschiedenrangigen, ich meine jetzt Klientel und politische Freundschaften. Diese Strukturen hat er nicht durchdrungen und vielleicht ist das ja ein Element, das sozusagen der Nobilität eben doch die Kohäsion verleiht, die sie brauchte, damit die Reserveverfassung, wie du das nennst, jetzt nicht zum Zuge kommen konnte. Kann man das so formulieren? Ja, das ist zweifellos richtig. Und ich glaube, dass diese Nahverhältnisse, diese Nah- und Treuverhältnisse, wie es einer ihrer bedeutenden Forscher Matthias Gelzow vor über 100 Jahren bereits formuliert hat, dass die auch ganz wesentlich dafür verantwortlich waren, dass die Römer eben lernen konnten, mit diesen politischen und sozialen Mikrokonflikten in ihrer Frühzeit umzugehen. Weil es doch immer noch sozusagen ein starkes Stratum, starke Inseln gesellschaftlicher und auch sozialer Stabilität gab,
die also gleichsam eine Art Anker oder ein Widerlager gebildet haben für diese Konflikthaftigkeit. Ja? Denn ich meine, wenn zum Beispiel sämtliche Nichtpatrizier Plebejer gewesen wären, dann wäre der Ständekampf innerhalb von einem Jahr entschieden gewesen. Das war aber eben nicht der Fall, sondern die Patrizier konnten sich eben doch, oder sagen wir, die Eliten insgesamt konnten sich eben doch auf Klientelen stützen, auf relativ stabile Verhältnisse. Nur diese Verhältnisse, die natürlich, also insbesondere dieses Klientelverhältnis, das dann aber in späterer Zeit auch ideologisiert worden ist, das erodierte natürlich. Auch im Laufe der Zeit. Und da gab es dann zu Überlagerungsprozessen oder diese Bindungen spielten im Handeln und im Handlungswissen der Angehörigen der Elite nicht mehr die Rolle und hatten deswegen dann auch in der Krise dann der späten Republik nicht mehr die Bindungswirkung. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Und auch auf einer phänomenologischen Ebene würde man sagen, hat Polybios wirklich wichtige Einsichten gehabt. Also das monarchische Element beispielsweise, das er im Konsulat gesehen hat, das ist natürlich aus der Perspektive eines Nichträumers. Ja? Dass also die Konsuln mit ihren Armeen, mit ihrem ganzen Apparat, mit ihrer Herrschaftserfahrung im Ausland natürlich aufgetreten sind, wie das manche hellenistischen Könige nicht konnten. Und das ist also eigentlich ganz richtig gesehen. Natürlich nicht aus einer binnenrömischen Perspektive, sondern eben aus einer Außenperspektive. Uwe, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen römischen Sonderweg abzuschreiten und unterwegs die verschiedenen Mikrokonflikte zu analysieren. Das war großartig und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Es Aber war mir ein großes Vergnügen. jetzt darf ich dich verabschieden und dir nochmal ganz herzlich danken an dieser Stelle. Alles klar. Bis bald. Bis bald.